Hallo und einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Hier habe ich euch ja versprochen zu zeigen, was wir hier alles verbaut haben, beziehungsweise was wir hier angestellt haben. Hier haben wir jetzt einen Chausson, der hat von uns bekommen eine Solaranlage, wie soll es auch anders sein, keine große. Hier haben wir im Gegenzug eine Platte, nur eine Platte drauf gemacht, aber eine große von der Firma Büttner. Und das ist ja das, was ich in meinem letzten Video schon mal gesagt habe. Bei der Platte ist es gar nicht so dramatisch, weil eigentlich rate ich ja immer zwei Platten zu machen. Aber hier haben wir eine. Warum? Weil das eine 72-Zellentechnik ist. Und wir haben das gut durchgerechnet und für den Kunden, für seinen Bedarf, reicht es eigentlich vollkommen aus, eine 72-Zellen-Platte mit 170 Watt, die eigentlich schon einen sehr guten Ertrag hat. 72 Zellen, habe ich ja gesagt, ist im Prinzip wie zwei Platten in einem Modul. Somit, wenn ein bisschen Teilverschattung kommt, ist es bei der Platte nicht ganz so schlimm. Das kann die gut ab. Die ist da immer noch sehr aktiv und arbeitet da immer noch sehr anständig. Ist natürlich schon ein Wuchtbrummer, das Ding. Die ist halt ziemlich groß. Also da braucht man schon richtig Platz. Die ist 66 breit. Und ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, mit Spoiler irgendwas um die 1,50 lang. So um den Dreh müsst ihr jetzt genau nachschauen. Aber das ist schon ein richtiger Brummer. Jo, zum nächsten haben wir hier eine Satellitenschüssel verbaut von der Firma Karatec. Tolle Sache, das Teil, also macht richtig Laune, ist eine schöne Schüssel. Die haben wir auch sauber aufgeklebt, ordentlich. Dann die Kabeldurchführung gemacht, dementsprechend. Und alles sauber verlegt mit Kabelkanälen, alles ordentlich gemacht, damit es seinen ordentlichen Weg und Sinn geht. Auch das war ganz wichtig oder ist uns ganz wichtig, damit es alles sauber passt. So schaut jedenfalls das Dach aus. Wir haben das alles natürlich auch so platziert, dass der Kunde ohne Probleme jederzeit Solar erweitern kann, nach vorne erweitern kann. Also wir kriegen hier nur richtig was aufs Dach. Das ist alles nicht das Thema und kann hier ohne Probleme in jeglicher Hinsicht noch dementsprechend erweitern und mehrere Dinge aufs Dach backen. Dann schauen wir mal kurz ins Innere des Fahrzeuges. Wie schaut es hier aus? Wenn wir hier reingucken, haben wir gleich hier unterm Sitz, weil hier ist der Akku verbaut. Hier vorne ist gleich der Akku, der ist natürlich noch nagelneu, den haben wir auch natürlich noch gelassen. Ich bin jetzt keiner, der Kunden rät, nagelneue Akkus, weil das Fahrzeug ist noch nicht alt, gleich rauszuschmeißen und hier Lithium reinzubauen. Wenn der Akku noch in Ordnung ist, macht es überhaupt keinen Sinn. Und von dem her ist es so, wie es jetzt ist, top in Ordnung. Hier haben wir den Solarregler reingebaut. Der sitzt jetzt hier überhalb eines kleinen Ladeboosters. Bloß da unten ist noch so viel Platz, da kriege ich die ganze Hand rein. Da haben wir extra Gestell gebaut, damit er dementsprechend drüber liegt und eben sauber verkabelt mit unseren ganzen Schutzleitungen hier. Und damit da nirgends was passieren kann und natürlich auch den entsprechenden Sicherungen, wo da verbaut sind, damit es alles sein Hand und Fuß hat und damit es alles passt. Muss ich wirklich sagen, ist top, schaut schick aus und kann man wirklich was mit anfangen. Das ist eine tolle Sache. Und auf der Gegenseite haben wir dann hier noch den Receiver verbaut, also sprich die Steuergerät von der Satellitenschüssel. Ihr habt ja gesehen, wo sie ist. Wir sind hier oben reingegangen und haben dann in den Kasten das ganze Kabel reingelegt. Genauso wie von der Solaranlage haben wir auch in den Kasten reingelegt, weil man muss natürlich wissen, das ist schon immer ein Gefummel. Ne? Also die ganzen Kabel müssen alle von da, darunter, darüber, unten, hinten rum durchs Fahrzeug bis nach vorne. Also es ist schon echt immer ein Riesenaufwand, sowas zu bewerkstelligen. Das ist schon phänomenal.
Also, das muss man schon wirklich sagen, das ist schon ein Riesenakt, das anständig sauber anzuschließen, zu verarbeiten. Manche stellen sich das immer so leicht vor, mach mal schnell so ein Ding da rein. Da hängt man schon etliche Stunden dran, allein bis man das Kabel von der Stelle bis hier unterm Sitz bringt. Ich kann es ja. Muss ja alles so verlegen, dass ich hinter die Möbel und unterm Boden, das dürfen wir ja nirgends sehen. Und das ist schon immer echt eine Kunst. Und ja, da muss man schon wirklich sich immer Kniffs und Tricks einfallen lassen, um die Wege dementsprechend zu finden. Jo, hier haben wir ja den Fernseher, der hängt hier schon mit einem schönen sauberen Halter, schwenkbar. Und jetzt müssen wir bloß noch das Antennenkabel fertig machen zum Fernseher, damit es auch schön hier nutzbar ist, lang genug ist, damit der Kunde hier überall Fernseh gucken kann und es dementsprechend alles passt. Und dann sind wir hier zufrieden und mit dem Fahrzeug auch wieder fertig. Da drin machen wir noch ein paar Dinge schön. Da wird nur ein kleiner Kabelkanal gesetzt, damit es sauber ausschaut und alles noch ein bisschen schick macht. Und ja, dann werden wir das Fahrzeug hier raushauen, anständig putzen. Und dem Kunden natürlich wieder übergeben, so wie sich das gehört. Und dann sind wir hier auch schon durch. Ja, so haben wir ja nichts gemacht. Ist schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Chanson. Ja, kann man nichts sagen. Ist schön gehalten innen drin, schön hell. Also finde ich ganz gut gelungen. So, dann schauen wir mal zu unserem nächsten Patienten. Der steht hier. Karthago Schicklein. Auch ein schönes Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Was machen wir hier alles? Der Kunde, der kriegt schon ein bisschen mehr. Der kriegt eine Solarplatte als Erweiterung, weil er hat schon eine vorhandene Platte drauf. Er bekommt zwei Lithium-Akkus. Er bekommt zwei neue Solarregler, also einen neuen, da schmeißt man den alten raus, und einen WCS-Ladebooster. Und ja, da ist schon ein bisschen was zu tun bei dem Fahrzeug. Und jetzt zeige ich euch mal das Dach. Da gehen wir mal kurz hoch. Nicht wundern, hier sind wir noch am Arbeiten. Hier haben wir eine Solarplatte wieder verlegt von der Firma Büttner, eine 170 Watt Platte in dem Fall. Warum haben wir eine 170 Watt Platte gemacht? Weil wir hier natürlich richtig Power rausholen wollten und die Platte passt hier zwischen den zwei Dachluken, zwischen den drei Dachluken, wie angegossen da rein. Und das war natürlich unser Sinn, dass das sauber und ordentlich da reinpasst und darum haben wir die hier gleich platziert. Die Platte hier war schon vorhanden und die lassen wir natürlich auch, die macht weiterhin ihre Dienste und das finden wir auch gut so. Und darum haben wir nur die Anlage ergänzt durch diese Platte und dann kommt nur ein zweiter Regler in einem zweiten Kreis dazu und dann passt das alles. Dann kommt noch eine LTE-Antenne. Die werden wir hier vorne verbauen, hier in dem Bereich oder in dem Bereich. Mal gucken. Also mal schauen, wie es von der Kabelführung ausschaut, damit es nicht alles so wild ausschaut. Die Kabelkanäle hier, die waren schon alle. Die nutzen wir nur gleichzeitig mit. Die sind groß genug, weil bevor ich jetzt hier neu aufreiße, und kann man natürlich das Gute nutzen. Die liegen sauber, die sind ordentlich gemacht. Also da kann man nicht meckern. Sauber auf Gärung geschnitten. Also schauen richtig top aus und dann nutzen wir die natürlich auch noch mit, damit wir unsere Kabel da sauber mit verstecken können, dann ist das eine saubere Sache. Ja, so schaut das Dach hier oben aus. Natürlich haben wir auch schon unten angefangen, gleichzeitig. Hier haben wir das Batteriefach. Das müssen wir noch ausräumen, das haben wir jetzt nur dran gelassen, weil sowas machen wir dann immer am Schluss, damit wir nur ein bisschen Energie haben. Das nutzen wir hier noch aus den zwei Platten, aus den zwei Zellen. Die kommen raus, da kommen zwei neue Akkus rein. Und hier haben wir die ganzen Kabel, das wollen wir natürlich auch ein bisschen ändern, damit das alles hier ein bisschen schicker ausschaut. Da müssen wir aber uns noch was einfallen lassen, wie wir das natürlich platztechnisch umsetzen, weil hier natürlich nicht viel Platz ist. Ja, da müssen wir dann einmal nur gucken, aber irgendwas wird uns da schon einfallen, wie wir das wieder sauber lösen.
Und dann haben wir die Sicherungen, die müssen wir ja auch dementsprechend, die sind da einfach so da drin gewesen, drin gesteckt gewesen. Finde ich jetzt auch nicht so schick. Müssen wir mal gucken, ob wir die nicht nur irgendwo installieren können. Hier haben wir die Hubstützenanlage-Sicherung. Hier haben wir die Wechselrichtersicherung, weil das Fahrzeug hat schon Wechselrichter verbaut. Aber kein Problem, das können wir ja dementsprechend noch bewerkstelligen, dass wir die sauber ordentlich verbauen, so wie hier. Ne? Da schaut es auch sauber aus. Da sind sie hier. Das ist die Hauptsicherung vom Fahrzeug. Das ist vom Aufbau. Also das schaut sauber und ordentlich aus. Da müssen wir schauen, ob wir da noch irgendeinen Weg finden, dass wir das ordentlich hinkriegen. Und dann haben wir hier natürlich, klar, offen noch die Starterbatterie, weil hier müssen wir ja unseren Booster dann anschließen. Aber das kennt ihr ja, das ist nichts Neues. Starterbatterie, ja, das ist so die Thematik. Hier innen drin schaut die Welt schon wieder ein wenig komplizierter aus. Weil, oh, da sehen wir jetzt gerade nichts. Leute, jetzt mal gucken, habe ich hier irgendwo eine Lampe? Ja. Kleinen Moment. Hier schaut es natürlich schon wieder wegen wüstig aus. Ihr seht's. Da haben wir die Kabeldurchführungen hier in dem Eck. Ja, hier sehen wir es. Und die nutzt man natürlich gleich mit unserer Solaranlage, weil hier geht schon mal eine runter. Und da machen wir natürlich unsere gleich mit runter. Da haben wir Platz, da kann man das sauber gewährleisten und gleich ordentlich mit verbauen. Hier haben wir dann so einen Wärmeschutz über die ganzen Kabel darüber gemacht, von Sattanlage bis alles. Das ist hier in so einem Alu-Ding da eingewickelt. Naja, alles gut. Und hier wollen wir auch noch mit unserer LTE-Antenne reinmarschieren und die Kabel dann intern sauber verlegen, weil das kann man beim Karthago ganz gut. Und ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Ich versuche es mal. Hier hinten haben wir schon so einen gelben Draht liegen. Das ist unser Durchziehdraht. Den nehmen wir immer, um Kabel kompliziert einzufädeln und wie man da durchgeht. Und ihr seht, der kommt jetzt hier schon raus, wo man ja brauchen. Und jetzt, wenn wir mal hier durchgucken in die Richtung, dann sehen wir hier, da schaut er nämlich schon raus. Ne? Das ist die Geschichte hier. Nee, Quatsch, das ist er nicht, weil das ist der Rode, der ist da an dem Roden dran. Der Rode wiederum geht nach hinten runter. Und der andere gelbe, da müssten wir jetzt mal gucken, wo sie den haben. Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil den brauchen wir dann auf der Seite. Da müssen wir dann gucken, wo sie den noch hingezogen haben. Aber der wird auch schon irgendwo drin liegen, damit das Kabel eben sauber durchläuft. Aber die verwenden wir halt, damit wir eben ordentlich die Kabel überall durchbringen. Hier haben wir auch schon wieder einen drin. Ne? Ihr seht, überall stecken die Dinger drin. Auch hier haben wir einen, weil wir hier auch durch müssen. Der kommt dann irgendwo da unten raus. Genau, hier sehen wir ihn auch wieder. Ne? Das ist der da. Damit wir auch hier durchkommen. Und das ist eben immer diese Arbeit, diese Zeit, wo da unnötig, oder was heißt unnötig, die Zeit, wo da drauf geht, die ganzen Kabelwege zu filtern, zu suchen, bis man die alle hat. Weil da müssen ja teilweise ellenviele Kabel durch. Also man mag sich das ja manchmal gar nicht vorstellen, aber wir müssen jetzt hier quer durchs Fahrzeug mit richtige Brummer gehen. Wenn wir Pech haben, brauche ich da 25 Quadrat durch, wenn nicht nur höher, weil wir müssen ja die zwei Solarregler, die wir übrigens auf der anderen Seite verbaut haben, da schauen wir mal rüber, die haben wir hier auf der Seite verbaut, weil wir hier eben das Fach haben und viel Platz haben. Auf der anderen Seite habe ich den Platz nicht. Also haben wir die hier reingebaut, inklusive den Ladebooster und da müssen wir jetzt dann eben mit den ganzen Kabel, die wir hier jetzt sauber im Kabelkanal verstecken, hier durchgehen. Seht ihr? Da haben wir hier schon wieder die Einzugshilfe, die einmal quer durchgeht in den Batteriekasten rein und müssen dann dementsprechend hier wieder die Kabel durchziehen. Und das ist halt echt die Herausforderung, die ganzen dicken Kabel überall durchzukriegen und auch hier vom Motorraum, von der Batterie, also von der Starterbatterie hierher, den Sensor von der Lichtmaschine muss hierher und es muss alles sauber ordentlich verlegt werden und dürfen nirgends streifen, dürfen die Kabel nirgends beschädigt werden, muss alles ordentlich liegen
Und das ist halt einfach immer effektiv, die ganze Zeit, wo da drauf geht, wo man da braucht, bis das alles sauber und ordentlich gemacht ist. Und dann dürfen natürlich oder muss auch noch alles sauber verklemmt werden, sauber angeschlossen werden. Das ist ja auch nochmal ein richtiges Thema. Und ja, also da geht schon oft Zeit drauf, wo man nicht gedacht hätte, wo man sich denkt, oh, schaut ganz gut aus. Und dann kommt doch das ein oder andere Hindernis, wo man dann wieder länger braucht. Hier hat der Kunde schon mal eine Hubstützenanlage verbaut. Auch das, dass wir das einmal sehen, ein innenliegendes Aggregat. Bietet sich natürlich hier an, weil hier auch der Platz dazu da ist. Hat hier einen schönen Durchlass nach außen, wo die ganzen Luftleitungen, Hydraulikleitungen, nicht Luftleitungen, das war natürlich falsch, nach unten gehen zu die Stempel. Hier sehen wir dann dementsprechend das Steuerteil dazu. Dann ganz da hinten ist die Wasserpumpe, die Druckpumpe sitzt da. Ja, das ist der Galgen, also sprich der Anschnallbock, wo da unten ist. Alles gut. Und so verliert man am wenigsten Platz. Ist eigentlich für die Anlage ein guter Stauraum hier, wo man das so machen kann. Hier unten drunter ist der Wechselrichter, kopflastig montiert. Und hier schießen wir dann eben auch noch durch zu unseren Batterien und gucken, dass wir die dementsprechend dahinter sauber verlegt kriegen und dass wir das sauber ordentlich hinkriegen. Ja, dann haben wir hier auch schon wieder ganz schön was zu tun bei dem Fahrzeug. Ich nehme aber an, dass wir das sauber hinkriegen. Da sind wir guter Dinge. Aber es ist halt alles viel, viel Arbeit. Hier haben wir nochmal die Starterbatterie dementsprechend. Da haben wir auch schon, die ist natürlich noch keine Sicherung drin, aber hier haben wir auch schon das Kabel verlegt, wo dann letztlich zum Booster hintergeht. Da muss ich sagen, sind meine Jungs echt top, sauber verlegt, kommt hier schon raus. Und ja, soweit sind wir hier. Und ja, da geht es morgen weiter in großen Schritten. Und da bin ich aber guter Dinge, dass wir das gut hinkriegen. Jo, das wollte ich euch zeigen, was die Woche los war. Dann hatten wir gestern nur ein Fahrzeug da, wo auch ein 200er Lithium-Akku Untersitz bekommen hat und auch eine Solaranlage verbaut gekriegt hat von uns. Hat auch alles top funktioniert. Und ja, dann kommt am Freitag nochmal ein Kunde, da haben wir nochmal einen Tageskunden. Und ja, so geht die Woche rum und so ist hier immer was los. Und das ist auch wirklich gut so. Da sind wir auch echt wirklich dankbar. Und wir freuen uns auch schon wieder auf nächste Woche. Da kommen auch viele neue Sachen auf uns zu. Oder viele schöne Sachen. Und jo, in dem Sinn, wo ihr auch immer seid, vielleicht sind ein paar von euch schon im Urlaub und auf Reisen. Da wünsche ich euch natürlich das beste Wetter und passt gut auf euch auf. Und bis bald. Über ein Like freuen wir uns natürlich ganz gewaltig. Auch gern über einen Kommentar. Über Reaktionen auf unseren Einbau, über Anregungen von eurer Seite aus sind wir immer dankbar und empfänglich dafür. Da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach unseren Kanal abonnieren. Auch dafür sagen wir ganz herzlichen Dank. Und im nächsten Video zeige ich euch jetzt endgültig, was in diesen Kisten versteckt ist. Also, macht es gut! Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald. Ciao, ciao.